Hey Kinders und herzlich willkommen zu dem zweiten Spiel zwischen Milchkäse und Tanner. Und ja, wir sehen Talia Amtala, also von einem der DLCs mit eingekommenen Karte. Und mit der Karte, die durch diesen großen See stark eingeschränkt wird. Was natürlich schade ist. Hier unten sneaky sneaky entlang zu gehen, ist nicht leicht und meistens auch gar nicht so wirklich sinnvoll. Ist aber immer mal gerne eine in der Hinterhand forschende Möglichkeit. Ja, ansonsten geht vor allem hier die Post ab und hier oben die Post ab. Also im Grunde auf dem Rest der ganzen Karte geht sonst die Post ab. Hier hat man ein etwas offeneres Feld, wo man auch mal Units mit etwas größerer Range besser einsetzen kann. Also hier, man sieht es auch, Maximalreichweite kann hier mal genutzt werden von bis zu 2000 Metern. Ansonsten diese Ortschaft, dieser Wald möchte man natürlich gut gesichert haben. Auf blauer Seite, um eventuell hier reinzukommen, und umgekehrt, man möchte als auf der roten Seite natürlich hier diesen Wald haben und die Ortschaft, um eventuell hier ein wenig reindrücken zu können. Auch legit ist es hier oder hier oben, sich Wege manchmal zu suchen. Davon, dass natürlich hier oben definitiv eine Kampfansage ist, ganz zu schweigen. Was manchmal funktioniert, leider nicht immer, vor allem, weil man über eine blöde Strecke muss es mit Infanterie sich hier oben durchzusneaken und hier oben in dieses kleine Waldabschnittchen reinzukommen, um eventuell Druck auf diese Flagge zu machen. Weil Druck auf diese Flagge mit einem Fahrzeug wird definitiv nicht so einfach möglich sein. Es sei denn, man hat diese Ortschaft endlich eingenommen und kann über diese Brücke fahren. Ist zum Vorteil von der blauen Seite, so einfach muss man sagen. Generell von der roten Seite im Moment. So, schauen wir uns mal an, was so der gute Tenner mitbringt auf der blauen Seite. Pioniere sind dabei, Ersatztruppen, drei Stück sogar. Panzer 4H. Halbkettenfahrzeug mit Mörser, okay. Gemischte Truppe auf Top. Dann viel Infanterie, Ersatztruppen sind dabei. Halbkettenfahrzeuge 2, ein Tiger E, okay. Panzergrenadier und Vernichtungstrupp. Wie gesagt, wir haben hier eine offene Fläche. Hier kann man den Tiger eher mal einsetzen und besser einsetzen. Hier unten relativ viel Infanterie sogar. Es kann sein, dass er hier so rumfahren möchte. Auch wenn hier oben der Weg nach unten etwas kürzer wäre. Die Pack wurde aber wieder weggenommen. Ersatztruppen sind dabei. Panzervernichtungstruppen MG42. Das MG42 macht sich übrigens immer sehr gut hier in dem Gebüsch. Ja, ansonsten nicht viel. Hier werden die meisten Truppen nach oben gehen. Also ein Tiger-E gegen T6 Tiger. Es wird spannend. Also beide P Tiger sind ausgepackt. Beide Tiger werden sich eventuell im Duell gegenüberstehen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, wir hoffen es. Sehr viel Infanterie, ist klar. MG42 erwähnenswert. Ein Truppführer ist dabei. Er natürlich jetzt mit einem kleinen Vorteil, dass die Tanko de Santniki noch ein eigenes Kettenfahrzeug mit MG haben, um ein bisschen Feuerpower-Überlegenheit zu haben. Die Dosor genauso. Sind noch die Dosor mit. Ja, mit dem MG42, ja. Habe ich mich nicht geirrt. War doch so. So. Sehr viel Infanterie hier oben und eine SU-76 ist auch mit am Start. Ja. Sind wir gespannt. Wir freuen uns und es geht auch schon los. Relativ schnell mit der Aufstellungsphase bei den beiden. Zu Ende gegangen. Ja, wie gedacht, eine Infanterieeinheit geht nach unten. Bei ihm sind es Dreie. Bedeutet natürlich, wenn du Einheiten einfach nur irgendwo hinstellst, ohne dass sie irgendwas machen können, sind es tote Punkte.
tote Punkte will man natürlich vermeiden. Man möchte, dass alle Punkte, die man einsetzt, auch irgendeinen Effekt haben auf die Frontlinie. Ja. Dieser Punkt wird hart umkämpft durch Geschwindigkeitsvorteil von den Motorrädern. Ist es vor allem Milchkäse, der hier in diese Waldspitze oben reinkommen kann. Und mit seinen 4 Flammenwerfer-Trupps jetzt leider den Fehler macht, wieder auf die Lichtung hinauszugehen. Aber da kommen auch schon die ersten Smokes, um sich da abzusichern. Noch eine Smoke wird geworfen. Okay. Das wird interessant. Ein Halbkettenfahrzeug ist ja da. Oh, da hat der Tiger E ein Halbkettenfahrzeug abgeschossen. Aber es kommt direkt ein Flugzeug angeflogen. Wird die IL-2M es schaffen, diesen Tiger E auszuschalten? Der fährt schon rückwärts. Ja. Ja. Das war dann der Tiger E. Er hat ein Halbkettenfahrzeug ausschalten können. Damit punktemäßig ganz schlecht für ihn. Der T6 Tiger. Also ein ganz schlechter Start. 135 Punkte sind einfach direkt weg. Klar, das Flugzeug selbst hat auch nochmal ungefähr 120 Punkte gekostet. Aber es lebt halt noch. Es kann nochmal effektiv irgendwas machen. Direkt nochmal am Start eine IL-2M, also harte Ansage von Milchkäse. Ich möchte komplett in der Luft dominieren. Die Smokes. Ah, ist eine alte Position, wo er seine Bomben ablässt. Dort würde er den Infanteristen nicht mehr bekommen. Ne, der Anflug war umsonst. So, harte Kämpfe hier stehen bevor. Infanteriemäßig kann es zu Leidwesen von Tanner ausgehen, der sich hier auch zurückzieht. Weitere Smokes werden geworfen, um den Ansturm nach vorne zu decken. Smokes werden auch geworfen von den Sturmpionieren, um den Rückzug zu decken, also sowohl nach vorne als auch nach hinten. MG-42 gerät jetzt hier unter Beschuss. Die Ersatztruppen werden auch zurückgenommen. Die werden auch dem Strafniki nichts entgegenzusetzen haben. Die haben einfach die besseren Waffen. Und der T6 ist auch mit dabei auf dem Vormarsch. Jetzt die Infanteristen ein wenig unter Feuer. Mörserfeuer von den Kettenfahrzeugen. 257. Damit der Ansturm ein wenig gestoppt. Die Truppen, die Strafniki hier oben, sind jetzt einzeln. Oha. Also wenn man jetzt hier jemanden durchjagen könnte, wäre das so extrem geil. Die Panzervernichtungstruppen wollten Sneaky wahrscheinlich hier unten in den Wald reingehen. Sind aber hier auf offener Fläche. Schaffen es aber noch, den Garnomark auszuschalten. Damit diese Scout-Einheit weg. Sehr gut, sehr wichtig, Rückzug anzutreten mit den Truppen. Die haben tatsächlich auch noch nicht einen Mann verloren, obwohl sie so unter heftigem Feuer sind. So, man konnte jetzt hier so ein bisschen gegendrücken. Ein Pack ist im Anmarsch. Weitere Infanterie braucht er. Braucht Infanterie, um gegenzuhalten. Da kommen die Ersatztruppen. Das sind natürlich jetzt nicht die Truppen, um gegenzuhalten. Man sieht hier unten auch die Strafniki im direkten Duell gegen die Ersatztruppen hart überlegen. Haben halt auch noch Unterdrückungsfeuer mit den 3M Maschinengewehren, den DP-28, also schon echt übelst. Das kann dafür sorgen, dass das hier bald umkämpft wird. Panzergrenadiere und Ersatztruppen werden aber hinzugezogen. Und hier ein Panzervernichtungstrupp, ganz sneaky sneaky. Also wenn der es schafft, seinen Weg hier unten durchzumachen, hier oben in dem Wald und hier dran, kann der in wichtigen Momenten wirklich das Zünglein an der Waage sein. So, hier in der Mitte, also diese Ortschaft ist eingenommen, der Wald aber nicht. So ein kleiner vorgeschobener Punkt wäre ganz cool, um eventuell auch auf dieses Feld hier so ein bisschen Druck aufzubauen, das im Moment hart dominiert wird von Milchkäse, der jetzt wieder
unter Artilleriebeschuss gerät, aber wir sehen schon, allzu viel Artillerie wird nicht mehr kommen. Da sind alle Kugeln, also alle Mörsergranaten aufgebraucht und er hier hat noch ganze 4. Hier oben tut sich auch nicht viel. Beide Spieler sind hauptsächlich hier unten beschäftigt. Wieder ganz viele Smoke Grenades werden geworfen, um das Ganze hier ein bisschen abzudecken. Smoke Grenades generell eine sehr gute Waffe, um Vorstöße oder Rückzüge abzudecken. Man sieht ja auch, wie effektiv im Grunde man damit die Sicht einhängt. Da kommt ein Flugzeug für die Infanterie, das wird die Infanterie nicht freuen. Man geht durch die Pack. Die Pack wurde gesichtet, die Pack wurde ausgeschaltet. Hier oben das Flugzeug hat seine Ladung nicht abwerfen können. Aber diese IL-2M hat die Pack vernichtet. Ist natürlich gut. Der Anflug, der ist umsonst. Wenn er Pech hat, doppelt umsonst. Also wenn die IL-2 jetzt abgeschossen wird, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so die höchste. Die Feuerrate von der 88er jetzt nicht die beste. Aber nichtsdestotrotz trotzdem gut. Also ein nach vorne stürmender M2A1 wurde schon abgeschlachtet von der Panzervernichtungsgruppe. Allerdings hier nur noch zweimal Ersatztruppen auf dem Rückzug gegen die Infanteristen. Die 88er macht noch ein bisschen Druck hier auf das Feld, will aber auch nicht zu sehr. Oh, jetzt kommen die Granaten. Ein Flammenwerfertrupp ausgeschaltet, zwei weitere Flammenwerfertrupps unter Druck. Aber generell im Moment ein Massenvorteil auf Seiten der Roten Front von Milchkäse. Die Flammenwerfertrupps, Maxim, alles ist mit am Start. Ein M2A1 auch noch als Unterstützungsfeuer. Man hat auch zwei Truppführer am Start, um die Einheiten zu buffen. Also, da wird's echt schwierig. Hier noch ein M2A1 gegen die Panzergrenadiere und hat sogar eine davon zum Aufgeben zwingen können. Ja, da sind die anderen auch weg. Das eröffnet definitiv die Möglichkeit, hier reinzukommen. Und er ist auf seinem Vormarsch. Panzervernichtungstrupp ist hier unten angekommen. Ja, Ersatztruppen in der Kirche. Und ein MG42 hier vorne im Haus wird wahrscheinlich nicht so viel einnehmen können. So, hier hat man ein Angriffsziel gesetzt. Diesmal der Panzer 4F. Panzer 4H Führer nicht bekommen von der IL-2M mit der AP-Streumunition. Den Tiger hat es da echt übel erwischt. Er bräuchte jetzt hier auch nochmal ein bisschen Munitionstruck für die Kettenfahrzeuge mit Mörsergranaten. Nun aber auch bald wahrscheinlich ein Angriff am Start, um hier oben die Siedlung einzunehmen. Sie sind sich schon sehr nah, da fehlt nicht mehr viel. Noch ein bisschen paar Truppen in der Hinterhand und dann kann auch dort der Vormarsch beginnen. Nichtsdestotrotz ist er hier schon sehr weit nach vorne gedrungen. 14 zu 10 Punkten. Hier unten, diese Flagge möchte man natürlich gerne einnehmen. Aber vorerst noch nicht. Der M2A1 sollte, glaube ich, gescoutet sein. 40 Schuss hat der aber auch nur noch, also wirklich, wirklich nicht viel. Ein Panzer 4H Führer kommt jetzt daher, wird wahrscheinlich den
M2A1 ausschalten. Ich weiß nicht, ob Milchkäse schnell genug reagieren kann. Ne. Er hat zwar noch schnell reagiert, muss man ihn lassen. Echt nice. Aber ein Ticken trotzdem zu spät. Oh, wie ich sehe, hat es den. Ne, da ist er noch, der T6. Ich dachte, hier, das wäre der T6 gewesen. Pioniere kommen in den Wald, oder beziehungsweise sie wollen in den Wald kommen mit dem Kettenfahrzeug. Aber das Kettenfahrzeug unter Beschuss vom M2A1. Das heißt, man muss sich einen leicht anderen Weg bahnen. So, auch Munitionierung hat stattgefunden. Artillerie kann wieder schießen. Aber jetzt eine geballte Macht, eine geballte Flut kommt auch an diese mittlere Siedlung heran. Also, man möchte jetzt nicht nur unten einnehmen. Dort heißt es vor allem erstmal Truppen nachziehen, bevor der nächste Ansturm vollzogen werden kann. Nein, das geht hier auch in die Mitte. Ersatztruppen, beide natürlich direkt auf dem Rückweg. Die Sturmpioniere müssen jetzt alleine die Ortschaft halten, haben aber den Flaggenpunkt schon verloren. Eventuell kommt jetzt ein Flammenwerferangriff. Wird auch verheerend sein für Infanteristen, das allemal. Aber diese massive Übermacht ist tödlich. Ein weiterer M2A1 ging an die Focke 590G8 mit Anti-Infanterie-Granaten eigentlich, also HE-Granaten. Der Panzer 4-Führer wurde auch wieder zurückgezogen. Der soll jetzt hier in der Mitte ein bisschen aushelfen, wo man die Flagge halt verloren hat. Die Ersatztruppen klar auf dem Rückzug. Dort hat die SU-122 erwischt, aber im gleichen Zug auch den Panzer 4H-Führer. Bitter, bitter, seine Truppen allemals. Oh, die Panzerschreckeinheit hier hat es auch erwischt. Kettenfahrzeug hier wurde auch abgeschossen. Diese SU-88 fordert Opfer. Schießt jetzt auch hier auf die Siedlung, die natürlich relativ offen ist. Drei Maxims haben Dauerfeuer oder lassen Dauerfeuer regnen. Hinten kommt noch ein Panther A-Führer, der wird wahrscheinlich aber auch nicht mehr den Wendepunkt bringen. Ja, Streumunition ist raus. Die Flugzeuge werden wahrscheinlich gegen die zwei Fokker-Wulf das kürzere ziehen. Erste Flugzeug ist down, IL-2 ist down. Das war jetzt vom sonst so gut gespielt. Oh nein! Hätte das geschafft, den Fokus auf diese Einheit zu ziehen, wäre wahrscheinlich durchgekommen. Nein, aber die FW 190 geht auf die IL-2, die hier fliegt. Die hat noch ihre Ladung nicht verloren. Deswegen sehr langsam. Auch dieses Flugzeug geht down und die andere IL-2 geht auch down. Das war sehr, sehr teuer für Milchkäse. Wir befinden uns ja auch noch vor der Mitte der B-Phase. Das war also sonst so schön gespielt mit den Flugzeugen. Hier hatte sie im Grunde den Fleischwolf reingeworfen oder in den Fleischwolf reingeworfen. Aber weiter Flanger am Erobern auf Seiten von Milchkäse. 16:8 ist ja noch eine knappe Niederlage. Ich glaube, ein Punkt fehlt damit. Ne? Ein Punkt dürfte für die große Niederlage fehlen. Man sieht aber schon, wo sein nächstes Augenmerk hingeht. Nämlich hier. Dem entgegensetzen sich im Moment nur die Sturmpioniere, die werden nicht lange durchhalten können. Wir haben hier wieder drei Truppen, vier Truppen, fünf Truppen, die gleichzeitig vorgehen. Hier findet ein Feuer statt auf die Ersatztruppen hier unten. Zwei Mann nur noch da von den Sturmpionieren. Klar, einer hat immer den Flammenwerfer dabei, das ist gut. Aber hier ist man auf verlorenem Posten. Jetzt wird man von allen Seiten geschossen. Ist gerade so auch nicht innerhalb der Reichweite. Ein Mann nur noch übrig, keiner mehr übrig. Die Sturmpioniere sind weg. Jetzt ist der Punkt eingenommen. Ah ne, ist immer noch knapp in der Lage. Okay, okay, habe ich nicht gehört. Ich dachte, es wäre bei 17:7. Ist es nicht. Ja. So, hier unten sind noch Ersatztruppen hinzugekommen.
Kettenfahrzeug ist hier hinten. Er weiß, ein T-34 ist hier. Deswegen wird er den noch nicht nach vorne ziehen. Seine Pioniere hier halten eisern den Wald. Und die Pioniere hier haben schon ein bisschen Arbeit geleistet, haben das Feld schon ein bisschen ausdünnen können. Allerdings kommen jetzt KV-1S und ein T-6 Tiger hinzu. Man hat hier keine Scheu vor den Pionieren, weil die für die Tanks relativ ungefährlich sind. So, weitere Infanteristen werden gesetzt und sind jetzt auf dem Vormarsch. Möglichst ein bisschen splitten immer die Infanterie, damit die nicht zu sehr unter Schuss geraten können. Hier das Halbkettenfahrzeug. Man möchte den M2A1 ausschalten. Schafft es auch. Hat ja auch 20 mm APHE-Geschosse am Start. Diese Panzerabwehrkanone mit ihrer minimalsten Reichweite von 1250 bzw. 1000 Metern schafft es, diesen Panzer 4 auszuschalten. Fahrer getötet, Schütze getötet, bleibt nur noch der Kommandant. Wenn der auch noch getötet ist, kann man sagen, die Einheit hat alle Besatzungstruppen raus. Kommt jetzt ins Feuer von der Focke Wulf, die es aber nur schafft, ihn knapp nicht zu besiegen. Rauchgranaten werden abgeschossen. Hat eine neue Position. Kommt jetzt aber unter die Pionierfittiche. Sehr schön gespielt. Der Schütze ist wieder da. Der Fahrer weiß man nicht. Panzerung ist allerdings down. Sie hat schon den Rostlook drin. Aber sehr schön reagiert mit den Nebelwerfgranaten, um seinen Panzer 4 dort irgendwie noch aus der Bredouille rauszuholen. Der sich ja nicht bewegen konnte, weil ja der Fahrer tot ist. Pioniere sind leider down. Hier nur noch Ersatztruppen. Panzer 4 und eine Pack. Pionier und Ersatztruppen hier unten auch auf offenem Feld. Gar nicht gut. Strelki kommen natürlich jetzt erstmal ordentlich ins Feuer. Nur so Feuer, um den ganzen Vormarsch aufzuhalten. Na, der Sturm der Infanterie ist schon ein bisschen schwächer geworden. Da die Strelki erstmal raus. Ersatztruppen kommen hinterher. Aber wir wissen halt, die Ersatztruppen können halt nicht gut halten. Es fehlt immer an Infanterie. 18 zu 6 ist jetzt die Flaggenverteilung. Ah, und damit jetzt die schwere Niederlage im Grunde bevorstehend. Die Panzergrenadiere hier vom M2A1 einen Geschoss, aber die Grille mit ihren HE-Geschossen, muss man sagen, hat sie wieder zerstören können. Dann 17 zu 7 jetzt, die Flagge also damit wieder zurück. Wann erfolgt hier ein Vorstoß? Wir wissen es noch nicht, wird aber wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Dort wieder ein T-34 und ein T-6 in Verbindung. Und hier unten konnte man auch eine weitere Flagge wieder zurückerobern. Pioniere und Panzerschreck haben den Panzer hier unten ausschalten können. Oder ist er nur nach oben gefahren? Das kann natürlich auch sein, dass es dieser T-34 ist, der einfach nach oben gefahren ist. Panzergrenadierführer wollten jetzt hier eigentlich lang, müssen jetzt aber vorher aussteigen, weil hier Truppen sind und da sollten sie natürlich nicht lang fahren. Die Panzerschrecktrupp hier ungünstig, leider im Wald. Ah, okay. Wurde dann aufgegeben von Tanner. Ja, man sieht halt ein bisschen weniger als ein Drittel. Also 2 Drittel Punkte von Milchkäse hat Tanner leider nur erreicht. Ansonsten schöner Kampf, schöne Moves muss man auch sagen. Echt schön mit Smoke Grenades gearbeitet. Gegenseitiges Deckungsfeuer und so weiter. Die Flugzeuge ganz am Anfang ultra nice von Milchkäse zum Einsatz gekommen. Der Tiger ganz am Anfang hätte ein bisschen was reißen können wahrscheinlich. Wurde direkt ausgeschaltet. 135 Punkte tot. Das war A, ein bisschen glücklich natürlich und B, aber richtig nice. Dass er dann später seine Flugzeuge so geopfert hatte, das war ungünstig.
Das war ungünstig und unnötig. Da hat er sich wohl in der Luft ein bisschen zu wohl gefunden. Allerdings hat er versucht, einen Kampf über einer 88er zu führen, was halt nie eine gute Wahl ist. Trotzdem, schönes Game. Hat Spaß gemacht anzuschauen. Ich hoffe, euch auch.